Neu wird es in der Schweiz das elektronische Patientendossier geben, kurz EPD genannt. In diesem Dossier werden Ihre gesundheitsrelevanten Dokumente abgelegt. Das sind zum Beispiel ein Röntgenbild, der Impfausweis, das Rezept für die Apotheke oder der Austrittsbericht des Spitals. Mit dem EPD haben Sie Ihre Gesundheitsinfos stets auf allen Geräten zur Hand. Egal ob zu Hause, unterwegs oder im Ausland. Sie alleine bestimmen, wer Ihre Dokumente lesen kann. Ihr Hausarzt, Ihre Physiotherapeutin. Oder Sie können auch einer Vertrauensperson erlauben, Ihr EPD zu verwalten. Die Sicherheit Ihrer Dokumente steht an oberster Stelle. Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier schreibt vor, wie das EPD organisiert und technisch abgesichert sein muss. Jeder Zugriff wird automatisch protokolliert und kann rückverfolgt werden. Kurz und bündig, mit Ihrem EPD haben Sie Ihre Gesundheitsinfos zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das EPD wird im Frühjahr 2020 in allen Regionen der Schweiz verfügbar sein. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie unter patientendossier.ch.